Was gehört zum guten Software-Defined Networking dazu? Wifi! Wifi oder Wifi? Egal, WLAN. Ich habe hier sozusagen die alten Modelle jetzt gerade da. Ich habe hier der ERP 245 da, ganz wichtig. Und ich habe hier den ERP 225 da. Hier, da, wo der Finger ist. ERP 225 habe ich da zum Ausprobieren und genau die gucken wir uns jetzt an. Das Teil liegt hier. Ich sage immer, ja, es ist Plastik, es ist aber nicht das Opel Corsa Plastik, es ist das Volkswagen Audi Plastik, also es geht definitiv billiger. Sonst machen die eigentlich einen ziemlich wertigen Eindruck, sind sauber verarbeitet, Unboxing gibt es wie immer nicht. Der 245, seht ihr schon, hat zwei Anschlussports, also man kann also, wenn man möchte, einen weiteren Access Point per AJ45 verbinden, allerdings dann mit Power over Ethernet Injector, denn der hier, ja. Man kann nur einen natürlich davon mit Strom betreiben. Realistischer Wert, Angaben laut Datasheet, glaube ich, irgendwie 11 oder 12 Watt. Gucken wir jetzt als nächstes rein, bevor wir anschließen. Realistischer Wert, den ich auslese die ganze Zeit hier am Switch, sind ungefähr 4 bis 5 Watt. Aber lasst uns einfach mal umschalten, bevor ich ihn anschließe. Denn ich habe da nämlich eine ganz, ganz interessante Sache. Ich bleibe jetzt erstmal bei den kleinen, ne? Ich scroll einmal ganz kurz hoch. Ihr seht, es gibt auch die 600er-Reihe. Da warte ich aber noch drauf, dass die Teile kommen. Dann möchte ich die euch nämlich auch zeigen. Aber es gibt hier einen ganz, ganz interessanten, ja, wie soll ich sagen, Ansatz, weswegen man überlegen sollte, welcher von den beiden ist denn jetzt der richtige für mich? Und da muss man echt einfach mal so ein bisschen in sich selber gehen und einfach vielleicht mal nachgucken, was läuft denn jetzt gerade bei wem, wie, wo, was und welche Geräte. Handys, PCs, Laptops verbinden sich dann aktuell wie? Denn der 225, das kleinere Modell, ich glaube, kostet 60 Piepen oder sowas, ist halt deutlich stärker im 2,4 GHz Netz. Jetzt lasst euch hier nicht von den Zahlen mal leiten, denn noch viel mehr hier unten, aber da komme ich irgendwann mal in einem anderen Video zu den ne, Ausbreitungsbedingungen. Ist nämlich viel interessanter. Jetzt muss ich erstmal, jetzt habe ich hier blöd rumgescrollt. Da oben ist er. Jetzt muss ich nämlich euch zeigen, warum der 225 gar nicht so uninteressant ist. Und das erklärt sich alleine schon erstens unten aus dem Schaubild, von wegen, wie ist die Ausbreitung über die Antennen, die dort drin sind. Und hier steht, ganz interessant, ich habe es euch jetzt markiert, der kleine, der 225, ERP 225, hat im 2,4 drei Antennen schon mal, was extrem gut ist für 60 Piepen. Mit einem Antennengewinn von 4 dBi, was auch sehr gut ist. Und jetzt guckt euch mal die anderen an. Also der ERP 245 zum Beispiel, das ist der hier. Der hat auch drei Antennen, aber nur mit Antennen drin mit einem Gewinn von 3,5 dBi. Genauso wie hier bei den kleinen mit 5 GHz mit zwei Antennen mit einem Gewinn von 5 dBi anstatt 4 dBi. Also das ist schon sehr interessant, dass das kleine Modell ERP 225 antennentechnisch, was immer besser ist, immer besser eine geilere Antenne zu haben als alles andere, als vielleicht eine Antenne mehr, kann man sich jetzt drüber streiten, aber der hier hat halt eben eine Antenne mehr. Ja, gegenüber dem anderen hier, der hat jetzt gegenüber dem kleineren, also es gibt den 265, den 245 und den 225, die anderen sind erstmal uninteressant. Da muss man sich das mal genau anschauen, wo da die kleinen und feinen Unterschiede sind, ne? Also, ihr seht schon, alleine hier zwischen dem ganz großen und dem mittleren ist Maximum Rate technisch eigentlich nicht zwischen. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt der Unterschied liegt hier, warum der hier 500 kann und der hier 220 Endgeräte. Ich glaube, das könnte vielleicht am Chipsatz liegen. Ne, auch hier ist irgendwie so dasselbe. Also, keine Ahnung, warum der HD besser sein soll, zumindest laut den Datasheet-Angaben, ich sehe jetzt gerade sonst keine anderen Angaben so wirklich, ist der einfach ziemlich gleich. Egal, auf jeden Fall, wenn ihr zu Hause deutlich mehr, vielleicht 2,4 GHz Netzwerke bzw. Endgeräte habt, einfach mal nachgucken, ne? Macht vielleicht, ist mein Tipp, die Kombination nochmal, die Kombination zwischen den beiden vielleicht sogar Sinn. Das jetzt aber mal außen vor. Ich gehe jetzt erstmal hin, klemme die Kiste an und wir gucken uns die Möhre an. Wie ich sehe, wie ihr seht, ist dieses Ding jetzt sehbar und wir können das Ganze jetzt erreichen. Da ist der Access Point. ERP 245 Version ist auch da, seit einer Minute up and running. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt erstmal wie immer die IP-Adresse und rufen die im Browser auf. Rein theoretisch, wenn das Ding schon gebootet hat, okay, weiß ich nicht, ob es schon gebootet hat, scheinbar noch nicht. Dann sollten wir die Kiste auch ganz normal erreichen und jetzt gleich, und das ist ja immer wieder das Schöne, die Teile sind ja
administrierbar, ja, auch ohne das ganze Omada. Okay, das Ding ist noch nicht da, wir müssen noch eine Sekunde warten. Das war jetzt auch wirklich nur eine Sekunde, da war die Kiste hier. Da, ERP, ihr seht es, ERP 245, ich glaube Admin oder Admin Password, Admin ist es. Er will jetzt einen neuen haben, wir sagen einfach wieder Admin, wir wählen hier mal ein Standard Easy Passwort aus und werden jetzt einfach sagen, Next! Ja, sollen wir irgendwas konfigurieren? Ja, machen wir. SSID ist YouTube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und 5 GHz lassen wir erstmal aus und dann sagen wir Save. Ne? Ihr seht schon, das ist wirklich jetzt die Einrichtung des, ja, des Access Points ohne das ganze Omada. Denn das ist, ich sag's immer wieder und ich, das finde ich das Gute und das Faszinierende daran. Im Notfall einfach abklemmen, resetten, irgendwo aufbauen, wenn man es irgendwie braucht, kann man die ganze Scheiße auch einfach so betreiben. Na, ihr habt es im letzten Video gesehen mit dem Switch. Der Switch, der SG2210, ultra, ultra geil. Ne? Das hat einfach super gut funktioniert. Und auch bei den Access Points sieht das jetzt gleich nicht anders aus. Wir lassen den jetzt hier applyen und dann bin ich wieder da. Apply, fertig, Success, ja, ja, wir haben uns connected, wupp, Finish, fump, da sind wir eingeloggt. Klar, uns erwartet jetzt nicht die Fülle oder die Hülle und Fülle, aber ich glaube, für einen Access Point können wir hier verdammt viel machen. Also, Status Page kennen wir natürlich, irgendwie ETH2 ist down, brauchen wir uns nicht weiter angucken. Unter Wireless, logisch, wir finden die ganzen Radio-Settings, die wir irgendwie machen können. Wir können hier weitere SSIDs jetzt gleich unter Wireless hinzufügen. Entschuldigung, das ist ja einfach nur die Status Page. Entschuldigt. Was haben wir denn noch unter Klienten? Sehen wir natürlich die verbundenen Klienten. Jetzt gerade nichts. Ich bin natürlich gerade frisch erst am Einkonfigurieren. Ach, egal. Wireless. Ja, hier ist das jetzt mit dem, ich kann jetzt mal ein Wireless konfigurieren. Das ist jetzt hier der Bereich. Ihr seht selber, für 2,4 GHz Netz könnte ich jetzt sagen Add und weitere hinzufügen. Könnt das momentan bestehende löschen. Hat man hier noch Load Balance. Was auch immer Load Balance ist fürs 2,4er, weiß ich nicht. Airtime Fairness. Müsste ich nachgucken. More Settings, Beacon Intervall, DTIM Period. Okay, alles klar. Alles für Google, wo man was nachgucken könnte. Portal. SSID, Portal. Ach, okay. Da kann man dann also quasi wirklich so ein Portal anschließen. Also man kann sogar hier drüber über die Hand eine Authentifizierung oder ein Gästeportal hinzufügen. Ey, cool. Ohne Controller, Freunde. Ohne Controller. Richtig gut. WLANs kann man direkt einrichten. WLAN ID 1 kann man auch irgendwo sagen. Add, ich sehe nichts. YouTube Disable, Enable, okay, kann man, ich kann also für die verschiedenen WLANs eigene WLANs definieren, deswegen kann ich hier keine weiteren hinzufügen, Mac-Filtering kennen wir auch, Scheduler heißt an, ausschalten, WLAN soll nur von dann bis wann verfügbar sein, Band Steering ist glaube ich, wie war das noch, egal, ich habe es vergessen, QoS-Regeln, Alter, voll cool, ich kann direkt an dem Ding QoS-Regeln setzen. Welche AP kann das? Hä? Also in diesem Preissegment, bleibt einfach mal dabei. Ne? Rough AP Detection, also welche Access Points, welche SSIDs, ne, sind noch in der Nähe, Kanäle und so weiter und so fort, um den schönsten Kanal zu finden. Management. DHCP Fallback, okay, System Log, logisch. Webserver, worüber ist die Web-Oberfläche erreichbar? Access Mac Management. Über welche Macs kann ich denn überhaupt noch nur auf diese Kiste hier zugreifen? Voll cool, oder? LED Control habe ich eben schon mal ausprobiert. Bei LED Locate blinkt das Ganze natürlich, ne? Und ich kann die LEDs an- und ausschalten. Ich komme per SSH auf die Kiste drauf. What the fuck, wofür auch immer, ist mir erstmal egal, aber gibt es SNMP, das ist cool und wichtig, dass ich die Kiste hier auch vielleicht direkt noch selbst überwachen kann, habe ich für den anderen Access Point, der hier bei mir gerade auszudehnen, damit ich euch Erfahrungswerte liefern kann, up and running habe und der auch gerade wirklich gut läuft, zeige ich euch mal wann anders. Ja, Account Management, Benutzername, Passwort, hier könnte ich natürlich den jetzt auch schon zu dem Controller hinzufügen, Time Settings, Reboot, Backup, Firmware Update, alles klar. Also das Ding kann vom Hause aus ohne den Controller hier schon extremst viel. Und hier fügen wir ihn jetzt hinzu, wir sagen Adopt. Ich erwarte eine Fehlermeldung, weil wir haben ja schließlich Benutzername und Passwort geändert, das sollte in wenigen Augenblicken dort oben auftauchen und sagen, hey, da ist aber irgendwie, da haben wir es, Benutzername und Passwort ist incorrect. Ja, weiß ich, retry. Admin, was für ein Passwort habe ich denn eingefügt? Ich glaube hier dieses einfache, ne? Adopt.
So, das heißt, die Kiste wird jetzt ganz normal in meinen Controller mit aufgenommen und wir werden jetzt gleich einfach ein WLAN, zumindest testweise mal hinzufügen. Da steht, es ist jetzt im Provisioning drin. Können wir jetzt ja währenddessen machen. So, los geht's. Settings. Als erstes, man braucht natürlich für ein WLAN, was haben wir denn hier für ein WLAN? Gar keins. Braucht man natürlich eigentlich erstmal irgendwie generell ein Netzwerk. Das richten wir uns jetzt einfach mal ein. Unter Wired Network LAN. Richten wir jetzt einfach mal ein neues LAN-Netzwerk ein. Das nennen wir jetzt auch einfach mal WLAN, was weiß ich was, 1. So, Interface bleibt jetzt erstmal da und jetzt müssen wir nämlich schon unter LAN-Interfaces auswählen, wo hängt das Ding denn dran. Jetzt muss ich selber mal einen langen Hals machen und ich sehe jetzt gerade eben der Switch, der Power-over-Ethernet-Switch, ne? Wo ist das Ding? Hier. Den ich euch sowieso nur bestens empfehlen kann. Ne, der hängt sozusagen an dem Router, das gerade, ich muss jetzt gucken, an Port 3 hängt der Switch dran. Also das ist der Port WAN-LAN 2. Da hängt jetzt gerade dieser Switch dran am Gateway. Und das heißt, ich gebe jetzt über diesen Weg, einfach nur über diesen Weg, ich könnte auch alles machen, ne? Aber ich will es jetzt mal ein bisschen fein säuberlicher machen, hängt das jetzt dran. Wir vergeben irgendeine WLAN-ID, keine Ahnung, 77. Und sagen jetzt 192.168.77.1/24. 1 ist natürlich nachher ne, der Router, der bekommt diese 77.1 als Gateway. Domain Name brauchen wir nicht, IGMP brauchen wir nicht, DHCP Server Enable Range, die brauchen wir aber. 192.77, sagen wir mal von 20. 192.168.77 bis, keine Ahnung, 100 reicht jetzt erstmal. Der DNS-Auto, Default-Gateway lassen wir auch. Omada-Controller geben wir ihm mal mit. Der Controller hat irgendwie die 0.124, glaube ich, steht hier zumindest bei mir. Habe ich schon wieder vergessen. So, auf Save. Los geht's. Einfach WLAN 1 eingerichtet. Dann richten wir jetzt das Wireless-Network ein. Create Wireless-Network und das nennen wir jetzt YouTube-WLAN 1. Ruhig auf beiden Netzwerken ist okay. Es ist jetzt mal kein Guest Network Security Key. YouTube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Jo, zu den ganzen Einstellungen. Ne, da gibt es natürlich jetzt einiges, was man machen kann. Es versteckt sich allerdings noch weitere Einstellmöglichkeiten. Irgendwo oben, ich glaube unter den Site Configurations, da kann man sogar noch tiefer gehen, was man gerne haben will. Häufig kommt die Frage, ja. WPA 3 können wir hier, ne, ganz wichtig, er macht natürlich ein Fallback auf WPA 2 PSK, trotzdem, das dauert, hoffe ich, dann mit dem Handshake mal eine Sekunde länger, wenn denn dann vielleicht mal ein, wie soll ich sagen, ein Guest das nicht so wirklich unterstützt, also ein Guest meine ich hier so ein Handy oder sonst was, dann kann der Handshake mal eine Sekunde länger dauern. So, YouTube WLAN 1, im WLAN 77 haben wir jetzt WPA 3, häufige Frage, die kommt, Scheduler, tralalala, wir drücken jetzt erstmal auf Apply. So, das hatten wir ja gerade Matching gehabt mit der 77, soweit ich weiß, ne? Genau, da haben wir es, WLAN 77 für WLAN 1. Heißt auch hier jetzt, ich habe erwartet, dass das Ganze im Configuring steht. Na klar, wir pumpen gerade neue Informationen rein. Heißt auch, die Informationen müssen auf den Access Point erstmal drauf gelangen. Macht er automatisch. Wir sehen auch hier hinten Version. Es gibt keine neue Version momentan. Fertig. Connected. Wir klicken einmal drauf. Ich schiebe euch das Fenster wieder beiseite. Dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen, was ich hier mache. Und dann seht ihr auch, dass der Access Point konfiguriert ist. Wie immer, ich fange damit einfach mal an, dass ich den jetzt nenne AP. Und das ist der 224. Kleine Kiste. Heißt der 224? Der hieß 224. 224 und ich sage Apply. Dann kann ich ihn zumindest namenstechnisch jetzt endlich ein bisschen zuordnen. So, unter Mesh taucht natürlich jetzt gerade nichts auf. Die Dinger können sehr, sehr gut, ich habe es hier gesehen gehabt, untereinander meshen. Das heißt, der eine braucht einfach nur ein bisschen Strom und dann kann der mit dem anderen natürlich wie so eine Art Repeating Mesh direkt aufbauen. Geht extremst gut. Wird auch hier dargestellt, kann ich euch natürlich jetzt gerade nicht zeigen, aber hinter diesem Connected hier, hinter diesem Connected ist dann so ein kleines Wi-Fi-Symbol und das heißt, die Dinger ist, das Ding ist per Mesh eingebunden. Ja, Klienten, was soll da jetzt sein? Aber irgendwo unter Config muss doch jetzt auch stehen, da haben wir es, WLANs, YouTube WLAN 1. Soll ich mich einbinden, ne? Komm, ich mach's. Ich habe das Passwort vergessen. Ich mach's nur für euch. Ich wähle mich jetzt mit meinem Handy ein. So, wie immer, ich zeig's euch. Da haben wir es, YouTube WLAN 1. Gehen wir jetzt rein. Wupp, ich habe das Passwort vergessen. Ich gucke das nach. Auch für euch schalte ich wieder um. Wireless Network, wir gehen da rein. Ich mache das Fenster mal wieder breiter, damit wir auch was erkennen. Mach das Fenster zu, bearbeiten.
Anzeigen, YouTube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, YouTube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verbinden. Wunderbar. Wir gehen hier zurück. Wir gehen direkt mal nach Clients. Upsala. Noch nicht da. Nein, ist noch nicht da. Aber, wie ihr hier seht, ich schalte wieder um. YouTube WLAN 1 ist verbunden. Wunderbar, ne? Also das hat wunderbar funktioniert. Ich gehe mal hier drauf. Ich habe eine IP-Adresse bekommen. 7723. Auch das gerne nochmal für euch. Ne, dass ihr seht, es geht ernsthaft so einfach. Ne? 7723, 771 ist jetzt der Router. Da kann man einfach sehen, wie easy peasy das Ganze ist und wie schnell und einfach das wirklich mit den Teilen geht. Ne? Und ich mache ja wirklich alles in, ich schneide ja nicht, ne? Das ist alles so toll schnell. Da habt ihr das jetzt iPhone verbunden, 7723, immer noch, liebes TP-Link. Ich wünsche mir hier dieses Connected nicht als orange. Ne? Dieses Devices Connected hier grün ist für mich irgendwie gut. Wenn irgendein Problem wäre, könnte ich verstehen, dass das hier orange ist. Warum ist das da orange? Das kann ja einfach nicht sein. Aber schön ist, dass man hier einfach sieht, iPhone ist mit dem Access Point verbunden. Man sieht, wie viel Traffic. Ich weiß, andere Hersteller können das auch. Aber einfach nur jetzt hier für euch, wie einfach das Ganze jetzt ging. Vom Auspacken zum Anstecken, zum Provisionieren, zum über diese... Wo ist die denn jetzt? Die Oberfläche ist jetzt weg. Ihr seht es jetzt. Man kann jetzt nicht mehr darauf zugreifen, weil das Ganze wird über den Controller jetzt verwaltet. Egal. Aber wenn man den einzeln betreiben will, habt ihr gesehen, ey, super cool und super einfach wird das Ganze auch gehen. Ne? Naja. Das war jetzt erstmal der schnelle Überblick über die Access Points. Ich werde euch versprechen, ich werde ein Video machen, wo ich die Access Points nochmal alle gegeneinander halte, weil ich glaube, wir haben hier in ein Bienennest gestochen, wo einfach, ja, wie soll ich sagen, geile Geräte für ein kleinen Preis, ich bin auf die Wi-Fi 6 Geräte gespannt, wo wir hier wirklich für einen kleinen Preis ein geiles WLAN bauen können. Und ganz wichtig, ich werde euch auch den Weg zeigen, den ich hier zu Hause momentan benutze, wo wir keinen Controller, kein Gateway benutzen und das alles nur mit den Access Points und trotzdem mit dieser geilen Oberfläche hier. Wird kommen, Docker Container lässt grüßen, ganz einfach schon mal vorweggenommen. Funktioniert jetzt schon ziemlich geil. Ich werde aber für euch auf jeden Fall die Wi-Fi 6 Geräte noch testen. Die kosten eine Mark mehr, das ist keine Frage. Ne? Markt reguliert den Preis, Halbleiterprobleme haben wir sowieso auch noch gleichzeitig. Aber trotzdem, die müssen auf jeden Fall getestet werden, denn die hier haben mich absolut bisher überzeugt. Denkt dran, falls ihr euch die irgendwie zulegen wollt, hier unten drunter stehen ein paar Links in dem Video. Draufklicken, darüber kaufen. Unterstützt ihr mich, euch kostet keine Mark mehr. Ich kriege aber ein paar Pfennig dafür und da freut es mich. Ansonsten würde ich sagen, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt, irgendwie, keine Ahnung. Wir vergleichen auch irgendwann mal Ubiquiti versus ja, Omada, oder? Machen wir mal. Haut rein, bis dahin, bleibt gesund, ciao.